Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute gibt es mal wieder ein WrestleCrate UK Unboxing. WrestleCrate ist ein Service, der euch monatlich diese Boxen hier zuschickt mit allen möglichen Wrestling-Goodies. Wir gucken natürlich jeden Monat rein und schauen, was da wieder Feines mit am Start ist. Wenn ihr euch das Ding auch besorgen wollt, gibt es dafür einen Link in der Videobeschreibung. Checkt das also aus und wir schauen mal rein. Wir beginnen erstmal mit so einem Brawling Buddy Gedöns, Plüschkram oder nicht, von dem guten Leo Rush. The Man of the Hour. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber kann ich vielleicht meiner Tochter schenken. Die wird sich vielleicht damit prügeln. Oder auch nicht. Dann haben wir ein T-Shirt und zwar dieses Mal von Eric Young aus der Gruppierung Violent by Design. Sehr geiles Design, generell an sich auf jeden Fall schon wieder. Und Eric Young sowieso cooler Typ, finde ich richtig cool. Also von daher sehr nice hier ein feines Shirt von ihm. Weiter geht's mit einem Ansteckpin. Dieses Mal haben wir was zum Tokyo Dome. Also auch wieder hier ein sehr hochwertiger, richtiger, echter Ansteckpin. Hier gab es auch wieder so eine extra Version, die so in Gold ist und so. Ziemlich nice, aber ja, ich habe die normale. Was habt ihr? Dann haben wir mal wieder einen Gutscheincode von Progress dieses Mal. Also Progress Wrestling on Demand. Auch mal wieder hier so ein Service, wo es wieder mal viel Wrestling zu sehen gibt. Progress ist zwar teilweise auch auf dem Network, aber ja, wahrscheinlich nicht alles. Deswegen kann man mal machen. Dann haben wir wieder eine DVD, dieses Mal von Rey Mysterio. Hier gibt es also von ihm ein Shoot-Interview. Also wieder sehr interessant, was der so Gutes vom Stapel lassen wird. Ja, immer sehr interessant. Ich mag eigentlich die Interviews, die kann man sich immer gut geben, gerade wenn so ein bisschen geshootet wird. Das ist auch immer meins. Dann haben wir ein Autogramm von Charlie Sterling. Den kennt man aus Progress, RevPro und vielen, vielen weiteren Promotions. Also hier auch wieder ein sehr schönes Foto am Start mit Autogramm. Geht klar. Dann gibt es mal wieder Inside the Ropes, das Wrestling-Magazin. Auch hier kann man sich wieder alles Mögliche durchlesen. Übrigens, falls ich das noch nicht erzählt habe, das ganze Magazin ist auf Englisch. Also wenn ihr Englisch könnt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. So, und das, was ansonsten hier noch drin ist, ist meiner Meinung nach unglaublich krank. Und zwar gibt es ein Rowdy Roddy Piper Stück von einem T-Shirt, was er selbst getragen hat. Das ist ganz schön Fanboy-mäßig, aber irgendwie ist das voll geil. Also ein Stück eines T-Shirts, was Rowdy Roddy Piper in Wirklichkeit echt und so getragen hat. Uha, das ist was Feines. Gut, und das war's dann auch erstmal so mit der Box für diesen Monat. Also checkt das Ding auf jeden Fall aus, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann war's das. Macht nicht mehr so dolle, Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied. Wir haben einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!